So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor das Video beginnt, nochmal kurze Werbung am Rande. Ich werde euch jetzt eine Zeit einblenden, wo das richtige Video beginnt. Aber ich habe noch nie was erwähnt. Ich habe es immer in meiner Beschreibung. Habe es vielleicht wirklich ein bis zweimal kurz erwähnt, aber nie wirklich. Wenn ihr hier unter meinen Kanal geht, in der Videobeschreibung, seht ihr einen MOGA-Link hier hochziehen. Solltet ihr euch irgendwas kaufen wollen, Beispiel PlayStation-Guthaben, ich werde es auch hier einmal zeigen und dann nie wieder so ausführlich. Hier seht ihr PlayStation-Guthaben 50, 20, 15, 10. Oder auch wenn ihr euch Xbox-Guthaben holen wollt, hier seht ihr auch nochmal Guthaben. Oder sonst was. Ihr wollt euch Fortnite V-Bucks holen, sagen wir mal. Ihr könnt euch auch V-Bucks kaufen für Fortnite, Jungs. Ich weiß nicht, ob einer von euch Fortnite spielt. Ich nicht, aber man kann sich auf jeden Fall alles holen. Wenn ihr euch irgendwas kaufen wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr es über meinen Link hier macht, bekomme ich eine kleine Provision. Ich habe es nie erwähnt und ja, deswegen kauft doch kaum jemand drüber. Ich dachte mir einfach, komm, ich erwähne es mal. Vielleicht will mich ja der ein oder andere dahingegen supporten, wenn ihr euch allein PlayStation Plus holt oder PlayStation Guthaben, weil jetzt FIFA 20 rauskommt und ihr braucht dafür PlayStation Guthaben, weil ihr es über den Store holen wollt. Hier kriegt ihr auch nochmal 3% drauf, bezahlt bei mir über den Link nur 47 Euro statt 50 Euro, was auch nochmal sehr gut ist. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder sonst was, ich mache es von mir aus, aber ich werde es mir auch so holen. Ich werde mir die 90er Edition holen, ich werde mir 2x50 holen, sprich 2x47, spare ich mir insgesamt 6 Euro, was auch sehr, sehr gut ist. Also wenn ihr euch Guthaben oder sonst was kaufen wollt, könnt ihr es sehr, sehr gerne, ist kein Muss, über meinen Link machen, würdet mich supporten, könnt ihr es mir auch gerne dann auf Instagram schicken, poste ich euch dann in die Story, würde mich sehr freuen. Jetzt starten wir rein mit dem Video, let's go. Okay Jungs, hier sind wir wieder in FIFA 19 drin. Seit ich im Urlaub war, war ich nicht mehr hier drin, sprich, letztes Mal war ich hier drin am 30. Juli, fast einen Monat her. Wenn ihr euch fragt, warum hast du dann diese Footy-Karten, ein Real-Life-Kollege hatte derzeit meinen Account, wo ich weg war und der konnte damit machen, was er will. Er hat Pelé auf die Bank getan, ihr Moin. Erstmal reinholen, Pelé. Okay, ist ja auch egal, Jungs. Ich weiß nicht, warum ich hier was ausprobiere. Auf jeden Fall werde ich diese Weekend League wieder spielen. Aber warum werde ich sie spielen? Das wird doch die wirklich allerletzte Weekend League sein, die ich spiele. Ich werde sie höchstwahrscheinlich streamen. Dann können wir uns ein bisschen über FIFA 20 unterhalten. Ich spiele im Hintergrund ein bisschen die Weekend League. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe immer noch geile Spieler am Start. Ich habe Griezmann nicht getestet, da ich ihn ja auch nicht gemacht habe, es war ja ein Real-Life-Kollege, wie gesagt. Er hat auch nur ein Spiel damit gemacht, hier moin. Und ja, einfach mal schauen. Ich habe Bock auf jeden Fall, ich habe mich auch schon hier qualifiziert. Übermorgen beginnt es ja dann. Kann sein, dass ich erst ab Samstag streame, so ab den mittleren Spiele, die ersten Siege werde ich alleine offline spielen. Und dann werde ich vielleicht ab den 15. Sieg oder so die Spiele streamen. Heute gibt es zwei Videos. Einmal jetzt, 14 Uhr, 14.30 Uhr müsste dieses Video online gekommen sein. So funktioniert überteuert verkaufen in FIFA 20. Und dann noch um 19 Uhr, so funktioniert die Flipping-Methode in FIFA 20. Heute bringen wir zwei Videos. Ich habe Bock auf jeden Fall. Lasst sehr, sehr gerne dafür ein Like da. Vielleicht schaffen wir ja die 150 Likes. Würde mich sehr, sehr freuen. Und warum bin ich in FIFA 19 drin, Jungs? Ich finde, hier kann man es sehr, sehr gut zeigen. Fangen wir an. Überteuert verkaufen ist die Trading-Methode, die ich, ja, mit Flipping, würde ich sagen, am meisten gemacht habe in FIFA 19. Und überteuert verkaufen ist die chilligste, finde ich, und einfachste Trading-Methode, die es gibt. Ihr müsst nur etwas beachten. Ihr braucht mindestens eine Transferliste, würde ich sagen, von, ja, ab 50 aufwärts. Alles darunter ist viel zu wenig. Dann braucht ihr, ja, Coins auf jeden Fall. Ich würde sagen, mindestens 50.000 für den Anfang müssten reichen, weil man kann überteuert verkaufen mit teuren Spielern machen. Dann braucht ihr 1 Million Coins zur Verfügung zum Beispiel oder 500.000 zur Verfügung. Oder ihr könnt es auch mit billigeren Spielern machen, die aber spielbar und beliebt sind, die abgekauft werden. Okay, fangen wir an. Ich mache es jetzt so, als ob FIFA 19 neu rausgekommen wäre. Machen wir mal eine überteuert verkaufen Liste mit der ca. 50 Spielern und zeige euch mal einfach, was ich da hingegen einkaufe. Einfach beliebte Spieler aus beliebten Ligen ist das Einfachste und dann stellen wir sie überteuert rein. Wir fangen mal an. Wir gehen mal einfach auf den Zaha, fällt mir ein. Ein Zaha kostet jetzt, natürlich wird keiner mehr was kosten, da FIFA sowieso am Ende ist. 750 Münzen nehmen wir uns mit. Wir tun einfach mal so, als ob wirklich gerade FIFA 19 rausgekommen wäre und die Spieler komplett neu sind. Ich stelle ihn dann so rein, obwohl er nur 800 Münzen kostet. Das ist überteuert verkaufen. Ihr stellt die Spieler einfach für das Doppelte, für das Dreifache rein. Und ja, es hört sich dumm an, aber die Spieler gehen weg, Jungs. Das ist kein Witz, diese Spieler gehen weg. Die meisten von euch, die das Video sehen, haben sowieso mal Erfahrung damit gemacht und können es bestätigen, dass es auf jeden Fall funktioniert. Ihr könnt jeden reinstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt mal 600, 700 Münzen die Spieler teurer reinstellen. Dann könnt ihr mal wirklich übertreiben und einfach mal die Spieler so reinstellen, 2600. Stellt sie immer für eine Stunde rein, das ist das Wichtigste. Warum? Die Spieler werden immer in den letzten 2-3 Minuten, würde ich sagen, abgekauft oder meistens auch in den letzten Sekunden. Deswegen immer für eine Stunde reinstellen und nach einer Stunde immer alles dann neu reinstellen. Probiert sie am Tag so oft alle neu reinzustellen, wie es geht. Und immer, wenn sich was verkauft,
kauft ihr wieder die Spiele ein, dass eure Liste immer, ja, stehen bleibt, und wenn ihr sie immer alles verkauft, nie nachkauft, habt ihr irgendwann jetzt 20er-Liste, und umso mehr Spieler ihr natürlich auf der Transferliste drauf habt, umso mehr Spieler gehen auch weg. Dann gehen wir mal auf einen Gabriel Jesus, Jungs, 83er, dürfte vielleicht noch ein bisschen was kosten, ja, 4000 Münzen, okay. Nehmen wir mal mit für 3,9, kostet 4000 Münzen glatt. Einen habe ich jetzt 100 Münzen billiger bekommen. Und dann stellen wir ihn mal so rein. Ich bin auf jeden Fall gehypt auf die FIFA 20 Zeit, weil ich es da auch auf jeden Fall am Anfang, ja, durchgehend anwenden werde. Dass ihr wisst, wie ich es für FIFA 20 mache. Ich werde mir natürlich mein eigenes Team am Anfang direkt bauen, um Division Rival zu zocken, um diese neue Season Pass Aufgaben zu machen, um Weekend League zu spielen. Aber ich werde mir auch immer Coins beiseite halten für überteuert verkaufen. Ich werde immer nebenbei eine überteuert verkaufen Liste haben, dass ich immer aktive Verkäufe mache. Jeden Tag am besten. Die Liste immer erneuern, erweitern. Die Liste immer größer machen. Vielleicht fange ich mit einer 40er, 50er Liste an und probiere sie auf eine 60, 70er, 100er Liste zu steigern. Und immer teurere Spiele auch irgendwann kaufen. Irgendwann läuft es wie von alleine. Ihr macht es wie wirklich, als ob es normal wäre, wenn man da einmal richtig drin ist. Und dann läuft es auf jeden Fall. Können wir auch mal einfach für 6200 Münzen reinstellen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht, ja, die Spieler neu einkaufen. Ihr seht auf jeden Fall, was spielbar ist. Gehen wir mal nur auf die FIFA 20 Spieler ein. So ein Bailly ist zum Beispiel spielbar. In FIFA 19 habe ich auch viel mit ihm am Anfang gemacht. Eine 82er Rated Karte kann man oft für SBCs gebrauchen, kann man aber auch in sein Main Team einbauen, vor allem am Anfang. Und zum Beispiel auch ein Goulam, also einfach die ein bisschen spielbar sind, vor allem er für den Anfang, war auch eine sehr, sehr stabile Karte. Oder Benjamin Mondi, ging auch sehr, sehr fit. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwelche Screenshots habe oder sonst was, aber am besten einfach mal in der YouTube-Suche schreiben, The Real Paints überteuert verkaufen. Da habe ich es euch auf jeden Fall schon in FIFA 19 erklärt und habe auch damals da meine Verkäufe gezeigt. Könnt ihr einfach mal eingeben in der YouTube-Suche, dann müsstet ihr das Video finden. Hier haben wir beispielsweise Benjamin Mondi. Und ja, Jungs, mehr ist es auch gar nicht. Es ist einfach nur beliebte Spieler aus beliebten Ligen kaufen, euch mindestens eine 50er-Liste aufwärts zu machen, die Spieler jede Stunde neu reinzustellen und einfach die Spieler für das Doppelte, Dreifache, Vierfache reinstellen. Vielleicht auch nur mal 600, 700 Münzen teurer, aber glaubt mir, sie gehen weg. Wenn ihr eine 100er Liste habt, würde ich sagen, da verkauft sich mindestens zwei Sachen pro Stunde. Probiert es aus, könnt auch gerne FIFA 19 noch dafür benutzen. Machen auch sehr, sehr viele Leute auf Twitter, die jetzt noch im FIFA 19 traden, aber einfach ein paar Trading-Methoden ausprobieren. Für FIFA 20 zum Beispiel die überteuert Verkaufen-Methode. Dass ihr dahingegen ein bisschen mit überteuert Verkaufen reinkommt, könnt ihr es auf jeden Fall auch schon mal in FIFA 19 ein wenig ausprobieren. Dann seht ihr auch, dass es funktioniert. Ihr seht selber nochmal, was wie besser funktioniert und könnt es dahingegen in FIFA 20 anpassen. Deswegen probiert es auf jeden Fall noch in FIFA 19 aus. Was man auch natürlich machen kann, ist einfach hier bei Footbin. Ich glaube, jetzt wird es zu 99% nicht mehr funktionieren. Wir schauen auf jeden Fall jetzt nach. Aber sobald FIFA 20 am Anfang draußen ist, könnt ihr unter beliebt gehen bei Footbin. Und dann werden euch ja eigentlich nur 82er, 83er, 84er Spieler angezeigt, die beliebt sind, die oft ja in Teams eingebaut werden. Und dann müssten hier sehr, sehr viele Spieler sein, wie Bailly zum Beispiel, Zaha, Jesus, also wenn wir jetzt auf FIFA 19 zurückdenken. So Spieler werden dann in den meisten Fällen hier angezeigt und dann könnt ihr euch auch die Spieler dann hingegen unter beliebt gehen und dann die Spieler einkaufen. Das habe ich so gemacht in FIFA 19. Es lief sehr, sehr gut. Ich habe wirklich Millionen Coins mit überteuert Verkaufen gemacht. Viele fragen mich auch, wie viel Transfer erlöst ich denn am Ende jetzt habe. Ich glaube, ich hatte insgesamt mit drei Accounts 80 Millionen Transfererlös oder 85 Millionen. Und ich habe auf jeden Fall bestimmt ein paar Millionen überteuert verkaufen, damit zu verdanken. Habe einfach mal eine Woche nicht gezockt, aber in der Web-App immer wieder überteuert verkaufen, Spieler neu eingekauft, wieder reingestellt und so habe ich weiter getradet, obwohl ich kein FIFA gespielt habe. Es geht auf jeden Fall sehr, sehr einfach, Jung. Wenn FIFA 20 dann draußen ist und wir mit unserer RTG starten, werde ich euch natürlich nochmal genauer einiges erklären, was überteuert verkaufen angeht. Größtenteils zu 95% habe ich euch eigentlich alles schon erklärt, aber natürlich, wenn FIFA 20 dann draußen ist, ich die Spieler vor meinen Augen habe, mit denen es dann gut funktioniert, kann ich es euch natürlich dann nochmal besser erklären. Das Wichtigste, was ich euch nochmal mit auf den Weg geben kann, ist, ihr müsst bei dieser Methode auf jeden Fall Geduld haben und nicht denken, wenn sich meine Stunde nichts verkauft oder nur ein Spieler verkauft, es funktioniert nicht. Die andere Stunde verkaufen sich dann auf einmal 5 Spieler neu und umso größer die Liste, umso besser läuft es, ganz einfach. Und ja, das war's es dann. Heute Abend 19 Uhr einschalten mit der Flipping-Methode in FIFA 20. Die wird dann wiederum etwas schwieriger sein und würde ich auch nur Leuten raten, die ein bisschen Erfahrung im Traden haben und nicht komplett neu einsteigen werden dahingegen. Checkt sehr, sehr gerne MOGA ab, wie ich schon am Anfang erwähnt, wenn ihr euch natürlich nur was kauft. Wenn nicht, dann halt auch nicht. Samstag Livestream nicht vergessen und dann sehen wir uns heute Abend wieder, Jungs. Lasst sehr, sehr gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Vielleicht schaffen wir ja die 150 Likes, gebe ich einfach mal so als Anforderung mit. Würde mich sehr, sehr freuen. Haut da rein, bis heute Abend und ciao.